Ich nenne dir heute 5 Gründe, warum die Osmo Pocket 3 die perfekte Kamera für Content Creator ist. Unter Content Creator verstehe ich Menschen, die im Urlaub filmen, die YouTube machen oder aber die unterwegs sind und vloggen. Grund Nummer 1 ist die Größe, also nicht die Größe, sondern weil sie winzig ist und sie ist wirklich winzig. Die Osmo Pocket 3 geht in jede Hosentasche. Es ist egal, ob Jackentasche, Innentasche, Bauchtasche, Hosentasche. Du kannst die Osmo Pocket 3 überall reinstecken und sie fällt einfach überhaupt nicht auf. Und das ist auch der zweite Grund, warum ich mir die Osmo Pocket 3 geholt habe, was mit der Größe zusammenspielt, ist, dass sie nicht auffällt. Wenn man die Osmo Pocket 3 auf einen Tisch stellt und dort Videos aufnimmt, fällt sie nicht auf. Wenn dort eine Kamera mit einem kleinen Stativ stehen würde, würde das viel mehr auffallen als die kleine Pocket 3. Und diese Unauffälligkeit ist für mich und wahrscheinlich auch für einige von euch wichtig, weil ja, mir diese Videos einfach in der Öffentlichkeit noch nicht so liegen. Ich noch nicht so gerne vor anderen Videos aufnehme. Und wenn ich so eine kleine zierliche Kamera dabei habe, kann ich so ein bisschen unterm Radar fliegen und kann so meine Videos machen. Grund Nummer 2 ist neben der Größe auch das Gewicht. Die Osmo Pocket 3 ist zusammen mit dem Adapter und der Hülle genauso schwer wie mein iPhone 13 Pro mit einer Hülle. Und auch dieses Gewicht war für mich ausschlaggebend, weil wenn ich unterwegs bin, habe ich immer viel Equipment dabei. Ich habe meine Sony A7 IV dabei, ich habe 2 bis 3 Objektive dabei, ich habe eine Drohne dabei, ich habe Akkus dabei, ich habe die Controller der Drohne dabei, ich habe Stative dabei und. Und mein Fotorucksack wird dann sehr schnell sehr voll. Und ja, die Osmo Pocket 3 wiegt halt einfach nichts und passt halt einfach so ganz entspannt in den Fotorucksack. Und ich habe dadurch eigentlich nahezu gar kein Mehrgewicht. Grund Nummer 3 ist die Qualität. Und ihr seht es wahrscheinlich jetzt gerade, mich filmt die Osmo Pocket 3 und die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Ich bin davon jedes Mal geflasht, wenn ich darüber rede. Und es ist egal, in welchem Modus ihr seid, die Osmo Pocket 3 kann alles in 4K. Ihr könnt 30 Frames per Second aufnehmen, 60 FPS, sogar 120 FPS, die Slow Motion, könnt ihr alles in 4K machen. Ihr könnt Timelapse in 4K machen oder sogar Motion Timelapse, wovon ich wirklich begeistert bin, ist alles in 4K möglich und die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Zudem habt ihr dann noch die Möglichkeit, in D-Log-M zu filmen. Das heißt, ihr habt dann 10-Bit zur Verfügung, was das Color Grading einfach auf ein ganz anderes Level setzt. Grund Nummer 4, es gibt für die Osmo Pocket 3 Zubehör. Es gibt sehr viel Zubehör, es gibt auch sehr viel Mist, aber es gibt auch sehr viel gutes Zubehör. Ihr müsst aber nicht unbedingt Zubehör speziell für die Osmo Pocket 3 kaufen. Ihr könnt aber auch Zubehör benutzen, was ihr schon zu Hause rumliegen habt. Ich kann zum Beispiel ganz viel Kamerazubehör benutzen für die Osmo Pocket 3 und musste mir das nicht extra anschaffen. Der Magic Arm, den ich jetzt zum Beispiel zu Hause habe, den benutze ich sehr, sehr gerne. Weil die Osmo Pocket 3 so klein und so leicht ist, kann ich mit dem Magic Arm die Osmo Pocket 3 überall dran machen und kann so hervorragende Blickwinkel erzielen und kann zum Beispiel auch so Top-Down-Shots machen, um euch Produkte einfach vorzustellen. Das zweite Zubehör, was ich sehr cool finde und was ich auch sehr oft benutze, ist ein magnetischer Cage. Das heißt, die Osmo Pocket 3 ist einfach in einem Cage drin und hinten habt ihr eine Magnetplatte. Und diese Magnetplatte könnt ihr überall dran machen, was magnetisch ist. Ihr könnt die zum Beispiel an einer Lampe dran machen, ihr könnt die an einer Tür vorne dran machen, an einer Türzarge und. Und auch damit kann man einfach super schön super tolle Blickwinkel hervorrufen. Dann gibt es was ganz Banales, was das Zubehör angeht, nämlich so einen gummierten Standfuß. Und ich habe mich erst gefragt, alter André, wofür brauchst du so einen scheiß Standfuß? Der fliegt eh nur rum, aber Pustekuchen, der ist echt gut, weil die Osmo Pocket 3 wesentlich stabiler auf dem Tisch steht. Ihr habt hinten zum Beispiel so eine kleine Öffnung und habt dadurch dann einfach die Möglichkeit der Datenübertragung. Steckt dann einfach das Kabel durch in den Adapter der Osmo Pocket 3 und schließt es einfach den Rechner an und könnt dadurch einfach eure Daten übertragen und die Kamera steht sicher. Neben dem Standfuß bzw. der Datenübertragung sieht das auch einfach ja, cool aus, wenn die Osmo Pocket 3 neben euch auf einem Schreibtisch steht, so als Accessoire quasi, und ihr die einfach im Hintergrund stehen habt und Videos einfach aufnimmt. Dann gibt es einen Cage, der kompatibel mit den Action Cams ist. Bedeutet, ihr könnt die Osmo Pocket 3 als
POV-Kamera benutzen. Ihr könnt dazu einfach eine Gurtklemme nehmen, klemmt das einfach an den Rucksack dran, könnt mit dem Cage die Osmo Pocket 3 vorne befestigen und könnt dann so eure POV-Videos aufnehmen. Das wirklich Geile dabei ist, wenn ihr den kontinuierlichen Fokus einstellt, beziehungsweise die Produktvorführung, und ihr eure Kamera POV-Videos aufnimmt und dann gerade etwas ins Bild nimmt, also die Kamera hochnimmt, dann wird die Kamera scharf gestellt und der Hintergrund wird unscharf. Und das sieht in solchen POV-Videos tatsächlich sehr cool aus, weil es einfach was anderes im Vergleich zu einer Actioncam, womit die meisten ihre POV-Videos filmen. Grund Nummer 5 und auch der letzte Grund ist die Kompatibilität der Osmo Pocket 3 mit der DJI Mimo App. Die DJI Mimo App habe ich tatsächlich anfangs sehr unterschätzt. Für mich war es eine App, wie jede andere auch, dass man damit ein bisschen Videos schneiden kann, man kann ein bisschen Color Grading betreiben und das war es auch. Aber diese App hat einfach so viel mehr zu bieten. Und zwar könnt ihr über diese App die ganze Osmo Pocket 3 steuern. Ihr könnt darüber Einstellungen vornehmen, ihr könnt das Farbprofil ändern, ihr könnt die Verschlusszeit ändern und tatsächlich könnt ihr aber auch den ganzen Gimbal auf der Osmo Pocket 3 mittels dieser Mimo App bewegen. Das heißt, ihr habt nicht nur dieses große Bild auf eurem Handy oder dem Tablet, sondern könnt auch feinjustieren, den Gimbal feinjustieren und könnt so euch perfekt in Szene setzen. Der zweite große Aspekt bzw. Vorteil dieser Mimo-App ist, wenn ihr B-Rolls aufnehmt, müsst ihr nicht immer wieder hin zur Kamera laufen und den Winkel ändern, sondern wenn ihr dann weiter weg seid von der Osmo Pocket 3, schaut einfach auf euer Handy, ob der Blickwinkel passt, ob die Einstellungen passen, und könnt dann aber auf Play drücken, nehmt euren B-Roll auf und die Szene ist im Kasten und ihr müsst nicht, weiß ich nicht, 5-6 Mal zur Kamera hinrennen und die Einstellungen dann wieder ändern. Ja, das waren 5 kurze, knackige Gründe, warum die Osmo Pocket 3 die vielleicht perfekte Vlogging-Kamera ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen da, darüber würde ich mich sehr freuen. Das tut dem Algorithmus gut und mein Video bekommt dadurch mehr Reichweite. Von mir kommen jetzt in nächster Zeit mehr solcher Videos zur Osmo Pocket 3, weil, wie gesagt, ich finde die Kamera einfach mega gut. Mir macht es total viel Spaß, damit zu arbeiten, Videos aufzunehmen und zu produzieren, und ja, darüber kann man auch sehr gut reden. Ich wünsche dir alles Gute, bis dahin, bleib gesund, ciao, ciao.